fertiges Trainingsgerät für den Profifußball haben die beiden Schüler Dominik Haas und Lukas Stranger der HTL Salzburg entworfen. Das sogenannte Soccerboard registriert und zeichnet zentimetergenau den exakten Aufprallpunkt eines Balles auf und ermöglicht einem Trainer für jeden Spieler einen individuellen Übungsplan erstellen zu können. Salzburgs wohl bekanntester Allround-Sportler feiert am 26. Juni seinen 90. Geburtstag, Robert Christl. Er war ein ausgezeichneter Springer und Kombinierer, feierte eine Vielzahl von Erfolgen bis ins hohe Alter und stand zahlreichen heimischen Sportlern stets mit Rat und Tat zur Seite. Robert Christl ist seit mehr als 60 Jahren Mitglied des OSV und des Salzburger Landesskiverbandes. Seit mehr als 30 Jahren pflegt die Schiffergarde Oberndorf die Tradition der Sonnwend auf der Salzach. Viele tausend Menschen staunten über ein atemberaubendes Lichtermeer auf der Salzach und bejubelten die vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden. Die Freiwillige Feuerwehr Mattsee feierte ihr 125-jähriges Jubiläum und durfte dazu auch Landeshauptfrau Gabi Burgstaller und Landeshauptmann-Stellvertreter Wilfried Haslauer begrüßen. Bei der Verleihung des 9. Zipfer Tourismuspreises der Salzburger Landtourismus GmbH ging Familie Altenberger als klarer Gewinner hervor. Sie gewannen mit ihrem Asitzbräu den ersten Preis für das innovativste Tourismusprojekt des Salzburger Landes. Vor der Via Culinaria for Kids in der Fuschelsee-Region und Schmidolins Feuerstuhl in Zell am See, Kaprun.